EU-Fraktion das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Der Kollege Lenkert hat gerade gesagt, schlimmer geht nimmer. Er hat sich aber in seiner Rede selbst widerlegt. Und wir heben ja heute das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende über die Rampe. Und wir haben es uns in der Tat nicht leicht gemacht, das muss ich auch sagen. Damit meine ich aber nicht die Koalition oder die Opposition oder das Ministerium, sondern ich meine damit die Gesellschaft generell bei diesem Thema. Es war ein schwieriges Unterfangen, da etwas Vernünftiges dabei herauszuholen. Aber das ist bei dem Thema wahrscheinlich auch nicht anders zu erwarten gewesen. Bei der Digitalisierung ist es ja generell so. Da gibt es viele Befürchtungen. Da gibt es entweder 0 oder 1. Die einen sagen, es ist völliger Unsinn, und die anderen sagen, es ist unabdingbar. Und jetzt müssen wir mal die Fakten uns anschauen. Diese Ambivalenz ist natürlich sehr groß. Die gesamte Gesellschaft, die daran beteiligt war, Übertragungsnetzbetreiber, die Stadtwerke, die Bürger, Verbraucherschutzbehörden und so weiter, die haben alle gesagt, dass es sehr schwierig ist, aber die anderen haben gesagt, dass sie es unbedingt brauchen. Wir müssen bei der Digitalisierung immer darauf achten, dass wir, aus meiner Sicht zumindest, dass wir die Chancen sehen, dass wir den Nutzen sehen und dass wir sagen, gibt es denn Angebote bei der Digitalisierung? Jetzt sagen die einen, es gibt keine Angebote, also lassen wir das Gesetz. Aber ich denke, dass die Aufgabe der Politik ist, zu sagen, wir müssen die Voraussetzungen schaffen bei den Smart Mietern, um überhaupt Angebote zu generieren. Ich bin fest davon überzeugt, dass ohne die IT intelligente Netze nicht möglich sind, dass ohne Smart Meter kein Handling, vor allen Dingen der volatilen Energien, möglich ist. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass ohne Digitalisierung der Energiewende keine bedarfsorientierten Angebote an den Nutzer gerichtet werden können. Und ich denke, so ein Einbau von Smart Meter ist immer noch besser, als irgendwann massenhaft mit negativem Strompreis den guten Strom, den wir erzeugt haben, dann letztendlich irgendwo über die Netze nach außerhalb von Deutschland zu geben. Also, wenn man sagt, das Argument, es ist kein Angebot da, habe ich das Gegenargument, wir müssen Voraussetzungen schaffen, um Angebote zu generieren. Das ist die Aufgabe der Politik. Und Smart Meter ist aus meiner Sicht eine Schlüsselposition, um Energieflüsse, um Verbrauch exakt messen zu können. Darauf kommt es nämlich an, und Spannungsprobleme auch frühzeitig zu erkennen und schnell zu beheben. Und wir müssen Energie nutzen können, wenn sie anfällt. Das sind diese sogenannten virtuellen Speicher. Und wir müssen auch in Zukunft dazu kommen, dass nur Energie bezahlt wird, wenn sie auch letztendlich nutzbar ist. Und damit hilft oder dazu hilft eben letztendlich auch die Digitalisierung. Und wir haben Zugriff auf lastabhängige Tarife. Was sind die Voraussetzungen? Der Kollege Post hat es gesagt. Wir brauchen natürlich Vertrauen. Wir brauchen Vertrauen in dieses System, und unsere persönlichen Daten müssen geschützt werden. Er hat ausgeführt, wie das funktioniert. Das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik hat ganz klar festgelegt, wir haben einen Sicherheitsstandard, der höher ist als bei den EC-Karten. Und das muss erstmal einer nachmachen. Also jeder Zähler, der bei Ihnen eingebaut wird, hat einen höheren Standard als Ihre EC-Karte. Und die Daten werden so aggregatisiert, dass sie letztendlich nur für die Messung, für das Management des Netzes zur Verfügung stehen. Wir dürfen aber auch mit dem Datenschutz nicht uns selbst immer auf der Bremse stehen. Weil wenn wir eine überbordende Diskussion führen über den hundertprozentigen Datenschutz, den es gar nicht geben kann, dann werden wir letztendlich immer der zweite Sieger bei der Digitalisierung bleiben. Was haben wir erreicht? Die Diskussion mit den Übertragungsnetzbetreibern, Verteilnetzbetreibern, brauchen wir jetzt nicht mehr so viel zu diskutieren, ist viel gesagt worden. Ich glaube, es ist ein guter Kompromiss. Diese sternförmige Kommunikation, jeder bekommt die Daten, die er wirklich für seine gesetzlichen Aufgaben benötigt. Das ist wichtig, das haben wir erreicht. Und auch bei aller Unzufriedenheit, auch gerade bei den Verteilnetzbetreibern anfangs, können wir sagen, das ist, glaube ich, ein guter Kompromiss. Da haben wir lange drum gerungen, aber ich glaube, letztendlich ist da was Gutes dabei herausgekommen.
Wir haben auch gesagt, wir machen das Rollout auch für die EEG-Anlagen unter 7 kW optional. Das finde ich auch ganz gut, weil die ja auch zur Reduzierung des Netzausbaus beitragen können. Bei den Industrieparks müssen wir aufpassen, dass wir sie nicht übermäßig belasten, indem wir ein, ich sag mal, Downgrade, ich sag mal, verordnen, sondern es muss immer ein Upgrade sein. Das heißt, bessere, genauere Messungen sind jetzt schon möglich. Und mein letzter Satz, Frau Präsidentin, es ist ein brauchbares Instrument, die Energiewende mithilfe der Digitalisierung voranzutreiben, vielleicht sogar kostengünstiger zu gestalten in Zukunft, bedarfsgerechte Tarife für die Kunden zu generieren. Ich hätte mir ein schnelleres Rollout gewünscht, aber es ist erstmal zumindest ein richtiger und wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Vielen Dank dafür, auch für die gute Zusammenarbeit. Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen spricht jetzt Dr. Julia Verlinden.